Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Testvideo. Ich habe auf meinem Kanal nun schon wirklich einiges ausprobiert und ihr wisst, dass ich immer wieder gerne neue Sachen mache und Dinge, die ich bisher noch nicht gemacht habe, die neu sind, sowohl für mich als auch vielleicht auch für euch. In dem Fall ist es hauptsächlich neu für mich, denn ich habe bisweilen sehr viele PC-Spiele gespielt, ich habe sehr viele Konsolenspiele gespielt. Was ich noch nicht allzu oft gemacht habe, ist Mobile Games zu spielen und ich habe mir gedacht, das müssen wir jetzt heute mal ändern, das probieren wir hier aus und wir haben die Chance dazu bekommen und können uns dieses Spiel, das sich Out There nennt, auszuprobieren. Ihr seht das oben links, es ist eine Beta-Version, das heißt, wir werden noch nicht allzu viel zu sehen bekommen, aber das, was da ist, finde ich bislang ganz interessant und das wollte ich gerne mit euch teilen. Wie gesagt, ich besitze ein Telefon und das besitze ich, um damit Essen zu bestellen und um damit Spiele zu spielen. Ich habe diverse Mobile Games bislang ausprobiert und gespielt und eigentlich ist es so, dass eher wenige davon mich wirklich überzeugt haben und mich zum längerfristigen Spielen noch überzeugen können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von diesem Titel hier halte. Vielleicht können wir das uns zusammen so ein bisschen erschließen. Ich dachte mir, wir probieren das jetzt auf jeden Fall mal zusammen aus. Vorab möchte ich noch kurz sagen, es ist ein bisschen problematisch von der technischen Seite her, ein Telefonspiel, also ein Mobile Game, auf dem PC zu spielen. Und es kann gut möglich sein, dass wir dann und wann mal irgendwelche optischen Fehler hier sehen werden. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Es kann passieren, falls ja, dann bitte ich dafür um Entschuldigung. Und jetzt drücke ich hier einfach mal auf Start und auf New Game und dann geht's auch schon los. Hoffentlich. Jawohl, also, es ist ein Space Game. Das heißt, wir sind hier irgendwo im Himmel unterwegs. Ich bin jetzt mal so frei und überspringe das Tutorial. Das ist doch relativ intuitiv, das Spiel. Das reicht, wenn man sich das Tutorial einmal anguckt und dann weiß man, was los ist. So, wir sehen das hier. Die Steuerung ist wirklich sehr sehr telefonartig. Das ist logisch, wenn das Spiel ein Mobile Game darstellen soll. Das heißt, ich werde ein bisschen Probleme wahrscheinlich hier haben, hier rum zu navigieren. Also das da sind wir, falls euch das nicht aufgefallen ist. Ich erkenne da durchaus eine Ähnlichkeit. Ja, das sind auf jeden Fall wir. Wir sind ein Spaceship, das können wir hier unten in diesem Menü anklicken und dann sehen wir so ein bisschen in das Innere hinein. Die Optik ist alles relativ simpel gehalten, relativ einfach. Jetzt sehe ich gerade, das Flimmern fängt schon wieder an. Wir sehen hier, welche Elemente wir geladen haben. Wir haben H, O und F, E, also Hofe. Wir haben Hofe geladen und das sind die Sachen, die wir brauchen, um hier zu navigieren. Diese Beta-Version, ich hoffe, ich habe das Anfang schon erwähnt, besteht aktuell aus 25% vom gesamten Spiel. Das heißt, wir werden hier diverse Dinge nicht machen können, die normalerweise dann im Endgame vorhanden sein werden. Jetzt gucken wir erstmal. Also das hier, wir können das anklicken. Es wird uns angezeigt, dass wir das hier drüben reinmachen können. Ich erkläre euch gleich, warum und wieso. Wir sehen das, ich muss alles anklicken und kann es durch die Gegend ziehen. Das ist halt das, was wir typischerweise vom Telefon kennen. Ja, wir haben hier also H wie Wasserstoff, O wie Sauerstoff und Fe wie Eisen. Das ist sehr intuitiv. Und das sind die Dinge, wie gesagt, die wir brauchen, um unser Spaceship durchs Space zu manövrieren. Jetzt gucken wir erstmal so ein bisschen, wo wir überhaupt sind. Das hier ist unser Sonnensystem sozusagen. Wir sind in einem Orbit um diesen roten Zwerg hier. Den können wir anklicken und dann sehen wir so ein bisschen die Eigenschaften, die er hat. Sehr viel Fuel und gefährliche Atmosphäre. Spacey, Spacey, das ist, glaube ich, unsere Space Station. Die checke ich noch nicht so wirklich. Da kann man hinfliegen und sich irgendwie wieder versorgen lassen. Das hat bei mir bisher noch nie funktioniert. Deswegen skippe ich das jetzt mal, denn wir haben begrenzte Ressourcen und die sehen wir hier oben links in diesem Menü. Fuel, Treibstoff, Sauerstoff und Hull. Ich glaube, das ist unsere Hülle, unsere Schutzhülle hier, unser Gehäuse von dem Spaceship. Und das sind halt unsere Statistiken da oben. Mit denen können wir in diesem Sonnensystem hier hin und her navigieren. Jetzt machen wir das mal. Und zwar können wir uns ja aussuchen, zu welchem Stern wir als nächstes fliegen. Interstellar Space Travel, das wollte ich schon immer mal machen. Und ganz besonders auf meinem Telefon. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wir können uns aussuchen, ob den da oder diesen hier. Das sind die, die wir momentan erreichen können. Wir sehen diesen grünen Ball hier um uns herum. Das ist das, was wir mit unserem Spaceship erreichen können. Und das Blaue ist das, was wir mit unserem Teleskop sehen können. Da können wir zum Beispiel hier mal hingucken. Das haben wir ein schwarzes Loch, ein Black Hole. Wie kommt das da nur hin, wenn ich das wüsste? Direkt neben einem Neutronenstern. Ach du meine Güte. Ja, dann lass uns lieber mal zu so einem gelben Zwerg hier rumfliegen. Dafür brauchen wir 16 von diesen Dingern da. 16 mal Fuel. Wir haben genug, wir haben 90.
und wir brauchen 5 Ventilatoren, ich meine natürlich Sauerstoff, und dann können wir da einfach mal hinfliegen und dann passiert Folgendes. Die epischste Cutscene, die ihr in eurem ganzen Leben gesehen habt. Wusch! Und schon sind wir da, das ging relativ fix. Dann haben wir wieder ganz viel Text mit großen F-Buchstaben und dann und wann einem kleinen Rechtschreibfehler, ich möchte es ja nur mal erwähnt haben. Und ganz großartig, da ist tatsächlich was passiert und zwar ist unser Teleskop kaputt gegangen. Ja, das ist einfach so eine kleine Ressourcenmanagement-Situation, die wir hier haben. Wir müssen versuchen, mit den Ressourcen, die wir haben, so viel wie möglich in dieser Galaxie hier zu erkunden. Und wir sind jetzt hier gerade in diesem nächsten kleinen Sonnensystem. Das da ist der große Stern, also der gelbe Zwerg. Und der hat ein paar Planeten um sich herum, und zwar diese beiden. Und die können wir jetzt besuchen gehen. Wir können uns jetzt aussuchen, zu diesem steinigen Planeten hier hinzufliegen oder zu diesem Gasgiganten. Und von beiden Planeten bekommen wir unterschiedliche Ressourcen, die wir sammeln müssen, damit wir weiter fliegen können. So, das zum Anfang, das ist doch das Einfachste. Jetzt sehe ich gerade, dass wir hier halt in unserem Spaceship etwas reparieren müssen. Das muss man hier natürlich auch dann und wann mal machen. Unser Teleskop ist kaputt gegangen, wer auch immer das war, dem gehört echt auf den Finger gehauen, weil sowas macht man nicht kaputt, die Dinger sind teuer. Gut, dann reparieren wir das Ganze einfach mal. Repair, bam, kostet ein Eisen, haben wir jetzt mal gemacht, konnten wir uns, glaube ich, gerade so leisten. Wir haben 15 Eisen an Bord, genauso wie 20 Sauerstoff und 10 Wasserstoff. Großartig. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier so eine Spirale. Das ist der Space Folder. Aha, der macht also, dass wir hier von Stern zu Stern reisen können. Denn normalerweise würde das ja Ewigkeiten dauern. Was haben wir hier noch? Interplanetary Reactor. Aha. Ein Reaktor, der uns also hilft, von Stern zu Stern rumzufliegen. Das war das Teleskop. Dann haben wir hier, glaube ich, den Drill, genau. Den Bohrer. Den werden wir gleich mal ausprobieren. Den packen wir gleich mal aus, den dicken Bohrer. Und dann wird gebohrt, was das Zeug hält. Und hier haben wir noch so eine Space Probe, okay. Interessant. Man kann hier natürlich dann noch diverse Dinge freischalten und das ist das, wo dann wirklich die Beta ins Spiel kommt. Wir können hier noch nichts freischalten, wir können versuchen, das da zu machen. Ein Krygononix oder so und ja, das kann irgendwas machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich es bisher noch nie gebraucht habe. Aber hier wird dann hoffentlich noch eine ganze Menge Neues dazukommen. Und das ist das, wo ich so ein bisschen hoffe, dass das Spiel dann noch an Intensität, an Tiefe gewinnt. Denn das, was wir momentan machen können, ist wirklich sehr oberflächlich und innerhalb von ein paar Minuten geschafft. Deswegen versuchen wir das Ganze jetzt mal. Wir gehen hier auf diesen Planeten, bezahlen noch mit 10 Fuel und 6 Oxygen. Und haben dann Folgendes zur Verfügung. Wir können das Ganze scannen, aber dafür brauchen wir einen Geoscan. Und den können wir leider noch nicht bauen. Deswegen fällt das schon mal aus der Reihe. Wir können aber landen. Jetzt, ja klar, ne, lass mal hier auf den Planeten landen. Kostet nochmal 4 Fuel. Die Grafik ist in dem Fall wirklich etwas, ja, ich sag mal cartoony, ein bisschen minimal. Da gefällt mir der Hintergrund hier schon deutlich besser. Und ja, wem das erschrickt, der kann jetzt einfach sagen, okay, wir verpissen uns wieder, take off und weg vom Planeten. Oder wir drillen ein bisschen. Klar, los, wir klauen die Rohstoffe nicht nur von unserem Planeten, sondern auch von denen aus der Nachbargalaxie. Und wir können uns jetzt hier entscheiden, wie tief wir bohren wollen. Unser Bohrer ist nicht so dolle, deswegen können wir nicht allzu tief bohren. Gelb ist, glaube ich, noch akzeptabel, grün wäre perfekt. Ich sag mal 6 Kilometer, oder? 6 Kilometer abgebohrt. Und was kriegen wir dafür? Das sehen wir hier in dieser Reihe. Wir haben dafür 10 Eisen bekommen. Das ist okay. Ist jetzt nicht so wirklich viel. Aber das können wir auf jeden Fall mal klauen. Und wir müssen das definitiv hier rausziehen aus dieser Leiste, denn ansonsten verschwindet das Ganze im Nirgendwo. Wir sehen, dass Stacks von 20 können wir hier in unserem Raumschiff haben. Wenn es voll ist, ist es voll. Dann kannst du nicht so mitnehmen. Pech gehabt. Und das Eisen benutzen wir zum Reparieren. Und wir haben ja noch nichts zu reparieren. Deswegen würde ich mal sagen, take off. Auf Wiedersehen. Und jetzt füllen wir mal unseren Treibstoff nach, denn so langsam wird es eng. Das sehen wir jetzt hier drüben. Wir nehmen das und ziehen das hier rüber, wie am Telefon, so, ja, was auch immer man davon hält. Und ziehen das jetzt hier drüben rein, den Wasserstoff. Und wir können das Ganze betanken, sowohl mit Wasserstoff, oh, da wird es ein bisschen flippy gerade, und mit Helium. Helium finden wir jetzt hoffentlich auf einem anderen Planeten, denn es ist ein bisschen besser als der Wasserstoff. Lass uns mal hier zurückgehen. Nein, hier zurückgehen. Und dann lassen wir mal hier zu diesem Gasgiganten fliegen, denn der hat offensichtlich ganz viel Wasserstoff und Helium. Auch hier können wir wieder keinen Scan machen, sondern wir proben einfach mal. Ja, in so einen Gasgiganten müsste man eigentlich tiefer reinkommen, ne?
Bloß wir riskieren mal ein bisschen was. Ab geht's. Und kriegen 15 Wasserstoff. Das ist schon mal gut, das hilft uns auf jeden Fall ein bisschen was. Man kann das Ganze mehrfach wiederholen. Ich mach's einfach nochmal. Kostet mich jedes Mal, glaube ich, ein bisschen Fuel. Und minimal bekommen wir dafür zurück. Das lohnt sich jetzt langsam nicht mehr. Deswegen sofort wieder reintanken, damit wir hier gar nicht erst irgendwie in Probleme kommen. Wie gesagt, Ressourcenmanagement und so, man muss ein bisschen auf sich aufpassen. Da unten haben wir so ein paar Statistiken, das sehe ich gerade zum ersten Mal. auf jeden Fall ist das so ein bisschen das, was man momentan im Spiel machen kann. Das ist unser Startplanet. Von dem sind wir gekommen und jetzt können wir uns hier so ein bisschen runterarbeiten. Hopsa. Und kommen dann irgendwann da unten, da wo der rote Pfeil ist, da wollen wir nachher irgendwann mal hin. Das sehen wir nur leider noch nicht von hier, weil das so weit weg ist. Ich hoffe ja mal, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Neutronenstar, das ist ein Star, natürlich, da können wir jetzt mal hinfliegen. Ich hoffe, dass wir zu so einem schwarzen Loch mal kommen, das habe ich mir nämlich noch nicht angeguckt. Nebenbei wird uns hier so eine tolle Geschichte erzählt. Wait and see ist immer gut. So, aha, hier haben wir nur eine Station für Supplying, Und den großen Neutronenstern. Wir können da mal hinfliegen. Da können wir leider nichts machen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. War arschteuer, da jetzt hinzufliegen. Gefährliche Atmosphäre bedeutet, unser Schutzschild leidet. Wir können nichts scannen, weil wir den Geoscan nicht haben. Und wir können auch nichts proben, weil wir keine Ultra-Probe haben. Ultra-Probe. Können wir da leider nichts herausholen. Deswegen war der Trip jetzt total unnötig und hat uns unsere ganzen Ressourcen gekostet. So, das heißt, hier gibt es nichts, was wir uns angucken können. Und da ich das Ganze jetzt auch nicht übertreiben möchte, reparieren wir jetzt nochmal so ein bisschen hier und dann gehen wir sofort ins schwarze Loch, oder? Da wollten wir alle schon mal hin. Wir wollten alle schon mal in den Event Horizon reingucken und gucken, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Ist es weg, oder was? Wo ist denn jetzt das schwarze Loch? Da drüben. Komme ich da schon hin? Nein. Verdammt, noch ein Stern. Fliegen wir da nochmal eben hin und hoffen, dass der eine Fuel-Möglichkeit hat, damit wir ein bisschen Treibstoff dazu kriegen. Look for resources, okay. You learned a new technology. Solar Sails, okay. Das gucken wir uns mal eben an. Man kann auch solche Sachen erlernen. Das sind die Teile da, was können die denn? Huge Fractal Stream Panels, okay, interessant. Da braucht man aber wieder das dafür. Das heißt, wir können hier Dinge erlernen. Wir haben einen Tech-Tree sozusagen. Ist ein bisschen unübersichtlich noch, aber immer schön im Hinterkopf behalten. Das ist ein Mobile-Game. Es soll später dann, wenn es ein bisschen weiterentwickelt wurde, auch für den PC und für den Mac rauskommen, wer da so Interesse hat. Meinen Informationen nach $4, wenn es rauskommt. Jetzt proben wir hier mal, was das Zeug hält, denn wir brauchen wirklich ein bisschen... Oh mein Gott, Fuel, und wir haben gerade enorm viel bekommen. Das hat sich richtig fett gelohnt. Das haue ich sofort mal in den Tank rein. Bam, bam, bam. Genau, man kann das auch teilen. Ja, ja, Split, danke. Und dann holen wir da sofort nochmal mehr raus. Weil das brauchen wir definitiv, wenn wir hier irgendwo hinkommen wollen. Bam. So, und ich möchte halt, wie gesagt, einmal zu einem schwarzen Loch hin. Wo sind die denn jetzt alle hin? Hier oben. Hier oben. Wir brauchen einen Interferometer. Ich hoffe, den haben wir. Ich glaube nicht. Vielleicht exportieren wir gleich. Ich weiß es nicht. Mit unserem Phallus geformten Raumschiff. Kann ich hier irgendwas machen? Dangerous Atmosphere im Black Hole. Bist du dir sicher? Alter, bin ich mir gerade wirklich unsicher, ob das wirklich so ist. Auch eine wirklich sehr realistische Darstellung hier von dem schwarzen Loch. ja, warum? Lass mal hinfliegen, ne? Lass mal vorher ein bisschen schützen, damit wir nicht wirklich gleich explodieren. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Das ist dann auch so ein bisschen das Ende unserer Ressourcen, aber ich denke, für unseren kleinen Test hier soll es das dann auch irgendwann gewesen sein. Deswegen, bam, fliegen wir da jetzt nochmal rein. Was steht da? Kann ich gar nicht lesen. Past the Black Hole, glaube ich. Wormhole Generator is not installed. Oh, ich glaube, dann an der Stelle hört unsere Reise auf. Wir konnten zum schwarzen Loch hinfliegen. Wir wurden auch irgendwie nicht in die Länge gezogen. Wir sind total resistent dagegen. Gar kein Problem. Und das mit diesen doch eher Basiselementen. Ja, auf jeden Fall
ist das Out There. Das wird das sein, was wir später alle auf unserem Telefon spielen werden. Ich bin gespannt, was sich hier hinter diesen Grenzen noch alles verbirgt. Es gibt, glaube ich, ein Ziel. Da hinten gibt es einen kleinen Stern, zu dem wir hinwollen. Das ist unser Ziel. Ja, und das ist das, was wir momentan hier in dieser Beta-Version machen können. Mehr kann ich euch aktuell nicht zeigen. Es ist ganz unterhaltend, im Gegensatz zu den meisten Telefonspielen oder Mobile-Games, die ich bisher ausprobiert habe, würde das mich doch hier aufrufen, das öfters auszuprobieren. Man kann selbstverständlich verlieren, wenn man zu oft und zu viel fliegt und an Fuel verliert und solche Geschichten, keinen Treibstoff mehr hat, dann ist das ganze Ding zu Ende und dann hört das Spiel auch auf. Keine Ahnung. Touch it irgendwo. Oh, hier sind richtig schöne viele Planeten. Jawohl, also man kann ja durchaus auch verlieren. Und dann ist man lost in space oder irgendwie sowas. Shield Generator, hey! War nicht das, was wir gerade noch brauchten irgendwie? Keine Ahnung. Ja, es ist halt eine kleine, nette Sache, die man so nebenbei mal spielen kann. Easygoing Casual Gaming. Macht auf jeden Fall schon mal Spaß, wenn man nicht wirklich sich allzu sehr anstrengen will. Oh, wir haben kein Fuel mehr. Das heißt, wir sind, glaube ich, jetzt hier ein bisschen gefoopt auf dem Planeten. Ja, out there. Wer Interesse dran hat, der muss noch ein bisschen warten. Das Spiel kommt demnächst dann raus. Bisschen mehr Informationen verlinkt in der Videobeschreibung, wer sich da informieren möchte. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich wollte es einfach mal ausprobiert haben, einmal ein Mobile Game auf meinem Kanal zu spielen. War ein bisschen umständlich, das Ganze zu recorden, aber das Spiel hat sich, glaube ich, dann am Ende doch als relativ interessant ausgespielt. Wie gesagt, ist so ein kleines Casual-Gelegenheitsspiel auf dem Telefon und dafür ist es, glaube ich, ganz schick gemacht und kann man durchaus vertreten. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.